Berührung. Sie spürt, wie Energien durch ihre Hände fließen. Sie ist begeistert, glaubt an die Kraft von Reiki. Sie ist sicher, das kommt von Gott. Doch irgendwann kommen ihr Zweifel. Herzlich willkommen bei Hof mit Himmel, liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen bei uns im Studio Jutta Otten. Grüße Sie. Krankheiten heilen nur durch Handauflegen. Das klingt gut, spart den Gang zum Arzt und verspricht ein gesundes Leben. Auch Jutta Otten ist begeistert, als sie hört, dass Reiki genauso eine Heilkraft mit Handauflegen sein soll. Sie probiert es aus und es klappt tatsächlich. Jutta Otten hatte schon als Kind eine spirituelle Ader. Sie sagt Dinge vorher, die dann auch passieren. Einfach so. Zuerst denkt sie, dass das nur Zufall ist. Doch dann macht sie beim Gläserrücken ihre ersten konkreten Erfahrungen mit dem Übersinnlichen. Sie rechnet nicht damit, dass etwas passiert. Als sich das Glas dann doch bewegt, ist sie überrascht. Nach einem Einführungskurs in Reiki beschließt sie, selbst Behandlungen anzubieten. Gleich am ersten Tag kommen die ersten Interessenten. Und sie heilt tatsächlich. Sie behandelt 3 bis 4 Menschen pro Tag. Sie kuriert Migräne, Knochenbrüche, blutende Wunden und ein Mann wird sogar von Krebs geheilt. Sie ist begeistert und freut sich, weil sie glaubt, Gott mit ihrer Gabe zu dienen. Anfangs ist der Verdienst nicht der Hauptgrund für ihre Tätigkeit als Heilerin. Doch das ändert sich. Frau Otten, wenn Sie so viele Menschen geheilt haben, denen die Hände aufgelegt haben, wie war das denn, das Gefühl für Sie? Das war ja eine unheimliche Macht, die Sie da hatten. Was ist da in Ihnen vorgegangen, wenn Sie Menschen geheilt haben? Also ich habe überhaupt nicht daran geglaubt, dass das eine Macht ist, sondern für mich war klar, dass Reiki von Gott kommt. Und ich habe einfach, damals hat man das so gesagt, man braucht nur Hände auflegen und die Kraft kommt von Gott und dann fließt das von ganz alleine. Und somit habe ich gedacht, ich lege die Hände auf und Gott tut sein Werk. Dass Sie mit übersinnlichen Dingen zu tun hatten, haben wir im Beitrag schon gehört. Das war ja schon in Ihrer Kindheit so. Wie hat sich das gezeigt? Was war da? Also als ganz kleines Mädchen, meine erste Erinnerung ist eigentlich, dass ich wusste, dass jetzt jemand in eine Tür reinkommt und sagt, dass eine Tante gestorben ist. Aber da ging ich noch nicht mal zur Schule. Und das ist heute schon so, dass meine Mutter sagt, das kannst du eigentlich gar nicht mehr gewusst haben. Und dann habe ich so ein paar Stationen, wo ich eben wusste, das oder das wird jetzt passieren. Oder da kommt jetzt jemand, der wird das und das sagen. Und das war für mich fast so ein bisschen normal. Das war nicht ständig, aber das hat mich so mein ganzes Leben eigentlich begleitet. Und später kam dann so in der Teenagerzeit das Gläserrücken dabei. Das haben wir auch im Beitrag gesehen. War das nicht mehr so ein Spaß? Also es ist ja so, dass in manchen Schulen das ein Joke ist, dass Gläser rausgeholt werden und gerückt werden. War das für Sie auch so? Ja, eigentlich kam das noch später, gar nicht in der Teenzeit, sondern ich war schon gerade verheiratet. Und dann hörte man, dass Gläserrücken wohl in ist und wir haben das eigentlich als Spaß gemacht. Wir haben gesagt, na, das probieren wir einfach mal, ob das funktioniert. Und hat es funktioniert? Genau, und das hat funktioniert. Wir haben also dann diese Zettel genommen, dass wir Buchstaben hingelegt haben, dass wir von 0 bis 9 die Zahlen hingelegt haben. Das wurde als Kreis schön geordnet, das Glas in der Mitte und dann ging das los und es funktionierte. Was kamen da für Antworten? Also wir haben erst ganz simple Fragen gestellt, wie viele Kinder bekommt man, alles, was man so, wenn man jung ist, fragt, so ganz normale Sachen. Und ich weiß jetzt heute nicht mehr, was für Antworten kamen. Aber wir waren eben schon verwundert, dass das Glas sich überhaupt bewegte. Und dann haben wir eben auch tatsächlich, mein Vater war damals schon tot, Kontakt zu meinem Vater aufgenommen. Und wenn denn so Antworten kommen, das waren dann so die Erfahrungen, wo ich dann merkte, oh, jetzt muss man wohl aufpassen, nicht? Merkte, das tut mir einfach nicht gut. Das denke ich auch gerade. Hat Ihnen das denn keine Angst gemacht, wenn Sie sagen, Sie haben Erinnerungen, dass Sie als Mädchen schon Dinge vorausgesehen haben, geahnt haben und dann diese Sache mit dem Gläserrücken, das macht doch eigentlich Angst. Oder war das für Sie nicht so? Ja, in dem Moment, wo ich zu meinem Vater dann Kontakt aufgenommen habe und ich merkte, da kommen wirklich Antworten und Sachen, die nur er oder ich wissen konnte. Und dann habe ich eben noch so Erlebnisse gehabt, dass man das Gefühl hatte, der steht jetzt wirklich hinter einem. Oder es bewegte sich was oder es fiel irgendwas um. Und dann haben wir das auch wirklich nur noch wenige Male gemacht und hatten das Gefühl, nee, da lassen wir die Finger von. Also das ist uns zu spirituell. Also das haben Sie gelassen, aber dann sind Sie doch zu einer weiteren spirituellen Geschichte gekommen, zum Reiki. Wie sind Sie da rangekommen?
Ja, eben auch gar nicht, weil ich irgendwie was gesucht habe, sondern ich war an einem ganz simplen Kochkursus, wo mich jemand angesprochen hat, gesagt, Mensch, du bist also ideal dafür für unsere Meditationsgruppe und wir werden da so Engel anrufen und dann war ich in dieser Meditationsgruppe drin. Und da wiederum kam dann jemand, der uns Reiki angeboten hat und gesagt hat, Reiki, das ist also so, wie ihr ja Jesus kennt aus der Bibel, der also die Hand auflegt und heilt. Und so ist Reiki auch, mehr nicht. Und was haben Sie dann gemacht? Sind Sie zu einem Kurs gegangen? Und dann war ich total begeistert und habe gesagt, na, endlich mal was, was gut ist. Und habe mich dann eben bei diesem Kurs angemeldet. Das ist also ein simples Wochenende, wo man Reiki bekommt. Und ich hatte schon im Vorfeld all meinen Freunden gesagt, also wenn ich von diesem Wochenende wiederkomme, dann werde ich heilen können, weil das eben eine Kraft ist, die von Gott kommt. Und so war das dann auch. Im Beitrag haben wir gehört, Sie haben ganz verschiedene Krankheiten geheilt. Ja. Sind da mal ein Beispiel? Ja, also für mich war das Wichtigste eigentlich, wie ich jemanden geheilt habe, der also eine Wunde hatte, die aufgeklafft ist. Also das ist jemand, der an der Stirn hier oben eine Platzwunde hatte, da ist ein Stuhlbein gegengekommen. Und an der Stirn, die meisten kennen das, das klafft ja förmlich auseinander. Und ich habe diesen jungen Mann dann wie so ein Sandwich genommen, also den Kopf zwischen meine Hände und bin mit dem so in einen Nebenraum gegangen. Und in dem Moment, wo ich meine Hand auf diese Wunde gelegt habe, hörte das sofort auf zu bluten. Und am Anfang dachten dann Zuschauer noch, ja, das hört jetzt auf, weil ich presse. Aber ich brauchte überhaupt nicht pressen, ich brauchte nur meine Hand draufzulegen. Und ich weiß es heute nicht mehr genau, ich würde sagen, eine halbe Stunde habe ich bestimmt mit dem so im Nebenraum gesessen. Und dann nehme ich die Hand weg, habe das Blut abgewischt und man sah höchstens noch ein Haarriss, wo das überhaupt gewesen ist. Es war nichts mehr zu sehen, wo überhaupt die Wunde gewesen ist. Und da war ich also selber, obwohl ich schon da lange gearbeitet hatte mit Reiki, und habe gedacht, wow, also das kann eben nur von Gott sein. Wieso sind Sie denn sich da so sicher gewesen, dass das von Gott gekommen ist? Was hatten Sie denn für ein Bild von Gott? Was wussten Sie von Gott? Also von Gott wusste ich im Grunde nur Gott und Gott heilt und Gott kann alles. Und dass ein Mensch sowas nicht kann, das war mir völlig klar. Also sonst würde man ja häufiger sowas hören, sondern Gott kann eben heilen. Das ist das, was ich von der Kindheit her immer wusste. Ich bin früher im Kindergottesdienst mal gewesen, wenig, aber da haben mich schon die Geschichten von Jesus sehr interessiert. Also der heilende Jesus. Aber für mich war immer Gott wichtig und Gott kann das. Das heißt also, dass Gott durch Sie wirkt? Ja, genau. Sodass es einfach so durchfließt. Man legt die Hände auf und in dem Moment wird man dann einfach durch die Kraft von Gott, kommt das dann eben durch den Händen, wird das wieder durchgeflossen. Und das habe ich als ganz normal empfunden. Und haben das auch gar nicht reflektiert? Das war völlig okay für Sie? In dem Beitrag hieß es, dass Sie so am Tag 3 bis 4 Menschen dann geheilt haben von den unterschiedlichsten Beschwerden. Und es heißt ja auch immer, da fließt Kraft durch die Hände. Genau. Also wenn Kraft fließt, stelle ich mir vor, dass es anstrengend sein könnte. Was ist denn da mit Ihnen passiert, wenn Sie da so die Leute ständig geheilt haben? Ist das so an Ihnen vorbeigegangen? Haben Sie immer die genügend Kraft gehabt, das abzugeben? Oder? Ja, also anstrengend war das eigentlich gar nicht, weil man eben wirklich nur die Hände rauflegt. Und der mich damals ausgebildet hat, der hat also wortwörtlich gesagt, du kannst an irgendwas denken, du kannst deinen Tagesablauf planen, du kannst aber auch dich mit Gott in Verbindung setzen und könntest beten. Und weil ich ja nun immer geglaubt habe, das ist von Gott, hatte ich sogar 2 Gebete im Zimmer hängen. Und habe also dann diese Gebete durchgelesen, während ich jemanden behandelt habe. Aber es lief einfach so normal weiter, so als ob wir beide hier jetzt sitzen und Sie haben Ihre Hand jetzt hier irgendwo liegen. Das ist überhaupt nicht aufwendig oder kraftanstrengend. Aber es ist nicht spurlos an Ihnen vorübergegangen. Sie haben Beschwerden bekommen nach einiger Zeit, wo Sie immer wieder geheilt haben. Was war das? Also am Anfang ging es einem ja sehr, sehr gut. Also man hatte das Gefühl, die Welt ist toll, alles ist positiv, alle sind nur lieb, alles ist nur Frieden, alles ist wunderschön. Und dann wollte ich das intensivieren und bin dann noch zu weiteren Kursen gegangen und habe dann also gemerkt, ich will mehr, ich will nicht meinetwegen jemanden 10-mal behandeln, ich will, wenn es doch Gott ist, müsste doch sofort heilen, habe bestimmte Sachen noch dazugenommen, wie Pendeln oder Farblehre oder Chakralehre. Und dann fing es an, dass ich mich erst schlecht gefühlt habe, sodass ich also gemerkt habe, so Depression, Verstimmung oder Herzrasen oder einfach total schlapp, ausgepowert. Und habe gedacht, Mensch, ich muss weniger machen. Ich hatte ja auch noch meinen Sohn nebenher und habe gedacht, ich muss das zeitlich einteilen. Ich habe das überhaupt nicht mit dieser Kraft in Verbindung gesetzt. Ich habe einfach gedacht, ich tue zu viel. Also die Heilung ging weiter. Ja. Jutta Otten hat mit ihrer Reiki-Behandlung beachtlichen Erfolg bei anderen. Doch für sie hat das unerwartete Nebenwirkungen. Jutta Otten geht es immer schlechter. Ihre Persönlichkeit wird zusehends labiler.
Sie fühlt sich verlassen und hat Angst davor, einfach so tot umzufallen. Sie wird für Energieflüsse so sensibel, dass es nur noch wenige Orte gibt, die sie ohne Schmerzen ertragen kann. Besonders schlimm sind Hochspannungsleitungen. Als ein Arzt Zysten in ihrer Brust diagnostiziert, legt sie sich selbst die Hand auf und heilt sich. Eines Tages kommt ihr der Gedanke, Gott für die Heilung zu danken. Bei einer christlichen Veranstaltung lässt sie für sich beten. Dabei macht sie eine unerwartete Erfahrung. Nach und nach kommen ihr Zweifel an Reiki. Schließlich muss sie eine Entscheidung treffen. Frau Otten, was mussten Sie für eine Entscheidung treffen? Das verstehe ich nicht ganz, weil Sie haben eben immer wieder erzählt, das ist von Gott, und jetzt gehen Sie da in den Gottesdienst und dann, was für eine Entscheidung? Ja. Also wie wir eben gehört haben, ich hatte dann Zysten, die eigentlich sehr groß waren und sich verändert hatten und deswegen sollten die halt wieder untersucht werden. Und ich hatte dann, ich glaube, 4 Wochen immer meine Hand draufgelegt, überall, wo man gesessen hat, so wie hier, man könnte jetzt immer die Hand drauflegen, da kommt ja gar keiner hinter. Und ich war total begeistert, dass die Zysten weg waren. Und auf dem Rückweg sehe ich, dass bei uns im Ort ein großes Evangelisationszelt ist. Und ich hatte Besuch aus der Schweiz damals und die hat gesagt, oh, das kenne ich, das sind so Freikirchen. Und da habe ich gesagt, du, da lass uns hingehen, ich muss mich doch persönlich jetzt mal bei Gott bedanken, so im Gebet, wenn schon durch seine Kraft jetzt diese Zysten weg sind. Und da bin ich abends dann hingegangen. Und bin also sofort angerührt gewesen von diesem Gottesdienst. Ich kannte nur einen ganz normalen Gottesdienst aus einer evangelischen Kirche mit Orgel, mit Holzbänken, gerade sitzen. Und nun war das natürlich im Zelt, aber alleine die Musik, was die gesungen haben, wie die das dargestellt haben, die ganze Atmosphäre fand ich total toll da und habe mich einfach da sehr angerührt gefühlt. Und bin dann den nächsten Tag wieder hingegangen. Und dann wurde vorne gebetet und auch den Tag vorher wurde gefragt, wer sich für Jesus entscheiden möchte. Da wurde erstmal klar, Jesus, für mich war immer Gott wichtig. Also Jesus war für mich überhaupt gar kein Thema eigentlich. Aber Sie wussten, Sie hatten ja gesagt, Sie waren in meinem Kindergottesdienst, davon gehört hatten Sie schon. Aber ich habe nie Jesus angesprochen. Wenn ich meine Gebete gesprochen habe, ich habe immer Gott angesprochen. Gott war für mich mein Ansprechpartner eigentlich. Was war denn Gott da zu dieser Zeit für Sie? Der Allmächtige, der irgendwo auf der Wolke 7 sitzt oder irgendwo? Genau. Gott irgendwo, also irgendwo im Universum, also das kann man halt ja nicht fassen, aber ich wusste, Gott sieht alles, Gott weiß alles und Gott kann alles. Das war einfach so mein Bild von Gott. Persönlich, ein persönlicher Gott war es nicht? Also es war Nee, ein persönlicher Gott nicht. Und dann hat halt dieser Aufruf, da habe ich gesagt, nee, da kann ich gar nichts mit anfangen, weil die wissen ja noch gar nicht, dass ich viel dichter an Gott dran bin. Ich kriege ja schon die Kraft von Gott, also braucht ihr mich ja nicht für Gott oder für Jesus, was die gesagt haben, entscheiden. Das war für mich völlig nebensächlich. Aber an dem zweiten Abend wurde dann halt gesagt, so, wir wollen aufstehen, wir wollen beten, wir wollen einfach mal still sein vor Gott. Und dann habe ich halt so eine Vision, würde ich das jetzt nennen, bekommen. Ich sah ein riesengroßes Kreuz, was mit Diamanten besetzt war, mit bunten Steinen, mit jeder Art von Stein und einen Glanz und eine Herrlichkeit, wie ich das in Wirklichkeit nicht beschreiben könnte. Und während ich mir das so angucke, habe ich gedacht, na hoffentlich sagt er jetzt nicht Amen und ich muss die Augen aufmachen. Und in dem Moment kommt das Kreuz auf mich zu, es bewegt sich und während das direkt vor mir steht, sagt der Pastor vorne, und wer jetzt ein Gebet des Glaubens haben möchte, der kommt nach vorne. Und da war das für mich überhaupt keine Frage mehr. In dem Moment wusste ich, das gibt einen lebendigen Gott. Das war so, als ob in mir etwas passiert war. Ich bin nach vorne gegangen, habe dann für mich beten lassen, eben für Glauben. Und habe dann auch noch mal gesagt, dass ich noch eine Zyste hätte. Also es wurde dann bei den ganzen Suchen halt noch eine andere festgestellt. Habe für mich beten lassen, habe wieder dieses Gefühl gehabt, der Pastor damals hat die Hand auf meinen Kopf gelegt und das war wie ein Blitz, der durch mich fuhr. Also ich wusste, jetzt ist die andere Zyste auch weg und das war sie dann auch. Aber in dem Moment wusste ich auch, und das stand draußen am Evangelisationszelt, Jesus erlebt. Und da habe ich gedacht, genau, Jesus erlebt. Das ist der Unterschied für mich. Ja, aber was war denn jetzt der Unterschied? Mit Hand auflegen hatten Sie doch immer zu tun gehabt. Ja. Was war denn jetzt der Unterschied zu dem, was der Pastor gemacht hat? Das wusste ich da überhaupt noch gar nicht. Ich habe dann erstmal ganz normal weiter behandelt. Ich habe dann für mich zu Hause, einen Tag später, meine Bekannte, die aus der Schweiz war, hat gesagt, ja, die machen das so, man muss sich entscheiden für Jesus. Und dann habe ich gedacht, ach, das war immer so der Aufruf, was da im Zelt war. Das habe ich dann für mich alleine in meinem Zimmer gemacht, habe mich entschieden.
Und dann ging das erst los, während ich weiter behandelte, dass Zweifel kamen. Sie sagen, Sie haben sich entschieden für Jesus. Was haben Sie da gemacht? Haben Sie da gebetet? Ich habe ganz normal gesagt, Jesus, ich habe erst gesagt, Gott, ich war jetzt in diesem Zelt. Und ich habe gehört, also das läuft alles über Jesus. Und ich möchte mich einfach für dich entscheiden. Ich habe gehört, wenn ich mich für dich entscheide, nimmst du mein Leben in deine Hand. So ganz normal habe ich das gesagt. Und da habe ich mich bei hingekniet, das weiß ich noch. Und dann war das für mich erledigt. Und ich wusste, jetzt ist das so. Jetzt habe ich mich entschieden. Und dann ging aber ja mein normaler Alltag weiter. Ich habe wieder weiter behandelt. Und dann kamen zum ersten Mal Zweifel in mir auf. Sollte diese Kraft überhaupt von Gott sein? Und dann habe ich gedacht, wieso kommen Zweifel auf? Natürlich ist das doch eine Kraft von Gott. Gott, das ist doch von dir, habe ich dann gesagt. Wieso sollen Zweifel kommen? Und dann bin ich einmal morgens aufgewacht und ich musste furchtbar weinen. Und habe gedacht, was ist denn jetzt mit mir los? Wieder so eine depressive Verstimmung. Und dann wusste ich auf einmal, diese Bibel, die ich irgendwo im Schrank stehen hatte, was da drin steht, ist die Wahrheit. Und ich hatte früher viel darüber gelästert, diese Geschichte so mit Adam und Eva und Paradies. Da habe ich gedacht, na, wer soll sowas denn glauben? Heute doch nicht mehr. Und ich wusste, ich habe mich geschämt vor Gott, dass ich das niemals geglaubt habe. Und ich wusste, das ist die Wahrheit, was da drin steht. Dann kam aber ja wieder Behandlung. Dann habe ich gesagt, Gott, du musst mir einfach weiterhelfen. Woher weiß ich jetzt, von wem was ist? Ich tue doch nur Gutes. Ich tue doch nur Gutes. Und ich hatte ja auch keine Erfahrung im Beten. Ich habe dann die Gebete weitergebetet, die ich im Rahmen bei mir hängen hatte. Was waren das für Gebete? Wo hatten Sie die her? Die hatte ich irgendwann mal aus dem Buch mir rausgeschrieben und meine Bekannte, die damals aus der Schweiz da war, die war an Schriftschreiben sehr gut, die hat mir das in Silber auf buntem Papier geschrieben und die habe ich dann eingerahmt und habe dann dazu mir das Vaterunser noch aufgeschrieben und habe das Vaterunser dann so Satz für Satz immer gebetet und habe gesagt, Mensch, will ich das überhaupt, was ich da lese? Kannst du mir da weiterhelfen? Hilf mir, wenn es dich gibt und du bist ein lebendiger Gott, hilf mir. Kann man das so sagen, dass das so wie so zwei Seelen in ihrer Brust waren, dass das so gegeneinander gekämpft hat? Habe ich damals erst noch nicht gemerkt, aber dann, nachdem ich dann so gefragt habe, hatte ich halt so einen Satz von Gott bekommen und der Satan verkleidet sich im Engel als Engel des Lichts. Und ich hatte noch nie zuvor das Wort Satan ausgesprochen oder Teufel, das waren alles so Worte für mich, wo ich gedacht habe, also da will ich gar nichts mit zu tun haben. Und es war für mich wie ein Schock, diesen Satz überhaupt zu bekommen. Und ich habe gesagt, also Gott, Jesus, wenn ich dann angefangen zu sprechen, nicht mehr Gott, sondern dann war Jesus ja mein Ansprechpartner. Was bedeutet das? Und obwohl ich mit der Bibel überhaupt keine Verbindung noch nicht hatte, wusste ich, wo das stand. Ich hatte dann die Bibel auch gesagt, Gott, also wenn du so ein Gott bist, der mir das zeigen kann, dann kannst du mir auch zeigen, wo das steht. Und ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber man fällt fast um vor Schock, wenn man wirklich in so einem dicken Buch aufschlägt, man blättert und man kriegt diese Bibelstelle und man liest genau diesen Satz. Wie hat das denn in Ihre Situation reingepasst? Also erklären Sie mir das mal. Was hat Ihnen das gesagt in dem Moment, dass sich Satan verkleidet als Engel des Lichts? Was hat das für Sie in dem Moment bedeutet? In dem Moment habe ich das eben angezweifelt, dass das, was ich gemacht habe von Riki, dass das wirklich von Gott ist. Warum habe ich gedacht, wenn Gott mir diesen Satz gibt, warum sollte er das tun, wenn doch Riki von Gott wäre? Also dieses Verkleiden, Satan verkleidet sich als Engel des Lichts, also was Gutes darstellen. Da habe ich gedacht, meine Güte, ich muss das hinterfragen, ich muss weiterfragen. Aber wenn ich jetzt ganz normale Bekannte, Freunde gefragt habe, die auch Riki hatten, jeder hat jetzt gesagt, nee, natürlich ist das was Gutes. Ich bin sogar angefangen, ich habe Klienten gefragt. Ich habe gesagt, könntet ihr euch vorstellen, dass das was Schlechtes ist? Und die haben alle gesagt, nein, überhaupt nicht, du tust doch nur Gutes. Und was mich sehr geschockt hat, ist, dass sogar die Klienten gesagt hat, und wenn es so wäre, das ist doch egal, Hauptsache mir geht es gut. Und diese Antworten haben mich immer mehr wachgerüttelt. Und ich habe gedacht, das muss ich überprüfen. Wenn Klienten, die eigentlich was Gutes wollen, dann aber als Antwort sogar noch geben, das ist mir eigentlich egal, wo das herkommt. Wie haben Sie es denn überprüft? Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie das rausgekriegt? Nur über Gebet. Ich bin dann angefangen, zu dieser Gemeinde zu gehen, wo das Evangelisationszelt damals von war. Ich bin sofort den nächsten Sonntag das erste Mal zum Gottesdienst gegangen. Ich habe also Predigten gehört und ich fühlte mich einfach angesprochen von dem, was da war. Aber dann war das, was Sie eben erwähnt haben, diese zwei Seelen in meiner Brust. Ich bin da im Gottesdienst gewesen und es war wie ein innerer Kampf. Mir ging es schlecht. Ich hatte unheimliche Herzklopfen, immer Herzstiche. Ich hatte immer das Gefühl, also das kannst du nicht aushalten, du platzt gleich. Aber in mir war eine Stimme, die immer gesagt hat, hier bist du richtig, du bist jetzt hier bei Gott. Mehr gibt es nicht und hier musst du aushalten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich halte mich einfach fest, ich habe meine Hand immer auf mein Herz gedrückt, gedacht, ganz egal, und wenn das Herz rausspringt, hier bleibst du jetzt und du lässt dich führen von Jesus.
Und wir hatten zu der damaligen Zeit einen Pastorenwechsel. Wir hatten ein halbes Jahr gar keinen Pastor. Und mir blieb nur die Möglichkeit, Jesus selber zu fragen. Und ich bin dann angefangen, sehr viel zu lesen. Die Evangelien zu lesen, habe die dann genommen, habe gesagt, ich muss lesen und habe immer gesagt, Jesus, du bist lebendig, du kannst zu mir sprechen. Mhm. Und genau das hat er dann getan. Mhm. Er hat dann ein weiteres Wort für mich gehabt. Das war? Und das war dann aus Psalm 53, und nicht einer wird gerettet werden. Und dann habe ich gedacht, das ist ja furchtbar. Mhm. Alle, die die Reiki haben, die was Gutes machen, da bekomme ich diesen Satz. Hm. Also wenn man so einen Satz bekommt, dann nimmt man das natürlich auf seine Frage so persönlich, dass ich nicht den Zusammenhang von der Bibel in dem Moment gesehen habe, sondern das war für mich die Antwort auf meine Frage. Und dann habe ich gedacht, nee, ich muss das also mit meiner Freundin besprechen, die auch Reiki hatte. Und gedacht, da muss ich einfach weiter nachhaken. Aber in mir wurden immer die Zweifel größer. Das kann einfach nicht von Gott sein. Jetzt Und es ging mir dann auch schlechter weiterhin. Ja. Es ging Ihnen schlechter. Und wie war das denn? Wie sind Sie denn jetzt endlich zum Schluss gekommen, wo Sie jetzt nicht mehr zweifeln? Sie haben ja jetzt was anderes gefunden. Ja, es war dann so, dass ich so mich ausgedörrt fühlte, sag ich mal, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, ich muss jetzt 4 Wochen Pause machen und dann fahren wir in Urlaub und dann gucken wir weiter. Ja. Und ich wusste ja, Gott hat schon zu mir gesprochen, aber ich wollte eben noch so eine Bestätigung einfach haben. Und dann hatte ich diese 4 Wochen Pause gemacht und wir kommen aus dem Urlaub und es war wieder jemand, der dann gesagt hat, Mensch, ich brauche dich und kannst du nicht kommen? Und war ein Geschäftsmann, der das mehr wie eine Vitaminspritze genommen hat. Mhm. Ich mochte nicht Nein sagen, hat gesagt, na gut, dann komm. Und naja, nächsten Tag kam der halt zum Behandeln. Und während der da liegt, in den ersten 10 Minuten, habe ich gleich wieder gefragt, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich weiß eigentlich, dass es nicht richtig ist und was mache ich bloß? Und dann kriegte ich eben wieder diesen Satz, heute, wenn du meine Stimme hörst, heute. Mhm. Und dann wusste ich, so, das ist erledigt. Das ist vorbei. Ich habe den dann angetickt. Ich habe gesagt, du bist fertig, du kannst aufstehen. Und er sagte, wieso ging das denn so schnell? Eigentlich dauerte das 1 Stunde meistens. Ja. Und das war ja nun 10 Minuten. Der dachte, der wäre eingeschlafen. Ja. Und dann habe ich gesagt, du, für mich ist das jetzt erledigt. Ich weiß, das ist nicht von Gott. Das spüre ich einfach in drin. Gott hat mir das persönlich so gesagt. Und von da an haben Sie das Reiki lassen können und gar nicht mehr gemacht? Ich habe den gleichen Tag, ich habe die Massagebank abgebaut, ich habe die Bilder abgenommen, ich habe alles leergeräumt, dass ich wusste, wenn abends mein Mann von Arbeit kommt, wollte ich, dass das Zimmer leer ist. Was gab es sonst noch für Konsequenzen? Das ist ja ziemlich konsequent zu sagen, jetzt packe ich alles weg. Was gab es noch für Konsequenzen? Naja, das hat schon natürlich auch, das war ja auch, ich habe es nachher auch wegen dem Geld gemacht. Also damals war das ja auch so, für eine Behandlung habe ich nachher 50 Mark genommen. Ja. Das summierte sich dann ja auch und das war natürlich ein toller Verdienst. Ja. Ne? Also Sie hatten weniger Verdienst? Auf jeden Fall. Wie haben Ihre Kunden reagiert? Haben die das alle verstanden? Die haben in den Kopf geschüttelt. Ja. Die haben gesagt, Jutta, du bist auf dem falschen Wege, das ist was Gutes, was du tust. Ja. Und da habe ich gesagt, aber ich weiß jetzt, dass es Jesus gibt. Hm. Und habe dann viele noch sogar eingeladen. Ich habe denen erzählt von meinen persönlichen Erfahrungen. Ich habe denen erzählt, man kann Jesus erleben, wenn man sich öffnet. Hm. Wenn man sich entscheidet für Jesus. Wenn man überhaupt erstmal sagt, ich möchte erstmal nachfragen. Hm. Aber viele sind einfach nicht offen und jeder hat seinen Weg. Ja, aber was sagen Sie denn jetzt so den Menschen, die sagen, es ist doch egal, wo das herkommt, jetzt so aus Ihrer Erfahrung, wo Sie schon lange als Christ leben, was sagen Sie den Menschen aus der Erfahrung heraus, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Reiki oder die Heilung, die durch Reiki passiert und die Heilung, die durch Gott passiert, weil haben Sie ja beides erlebt, was ist der Unterschied? Der Unterschied, das kann man mit Worten eigentlich nicht sagen, weil man das fast nicht fassen kann. Das geht nur, wenn man sich wirklich eben Jesus öffnet. Weil durch den Heiligen Geist kriegt man die Bestätigung. Man weiß, dass es dann eben einen Gott gibt. Der Unterschied ist, dass man vorher einfach was tut und einfach seinen eigenen Weg gehen will. Vielleicht sogar was darstellen will, weil es eben wirkt, weil was funktioniert. Aber bei Gott ist es eben völlig anders. Man steht in so einer Ruhe, in so einem Frieden drin. Dieses Gehetztsein, was ich vorher immer hatte, das war alles weg. Ich hatte zwar die Symptome noch, aber innen drin fühlte ich mich trotzdem ruhig. Ich wusste, es gibt einen lebendigen Gott. Und das war für mich ein großer Unterschied. Und ich hatte vorher mir überhaupt keine Gedanken gemacht, gibt es einen Satan? Aber das wusste ich eben jetzt. Es gibt tatsächlich den Gegenspieler. Und das ist das, was ich heute noch den Menschen erkläre, wenn die auf mich zukommen. Die meisten sind wirklich unbedarft, wie ich das damals war. Man weiß überhaupt gar nicht, dass es einen Gegenspieler gibt. Dass es da einen gibt, der uns eigentlich das Leben schwer machen will. Der sich eigentlich als Gewinner sicher fühlt. Aber der Sieger ist Jesus. Danke, Frau Otten, dass Sie bei uns im Studio waren und so offen und ehrlich erzählt haben.
Liebe Zuschauer, vielleicht haben Sie noch Fragen zu dem, was Frau Otten erzählt hat, dann melden Sie sich bei uns.